Hey ho zusammen und herzlich willkommen zurück zu Als ich das letzte Mal die Aufnahme... Jetzt quatschen die mir schon wieder dazwischen, Mann. Als ich das letzte Mal die Aufnahme beendet habe, ist mir aufgefallen, dass ich sie brühwarm ohne Wasserpfeile oder ähnliches oder überhaupt ohne Ausrüstung angefangen hätte. Und das wäre wahrscheinlich fatal gewesen. Demnach habe ich mir jetzt, wie ihr vielleicht unten seht, ein bisschen Ausrüstung besorgt. 10 Wasserpfeile, 3 Seilpfeile, noch einen Feuerpfeil dazu und ich glaube noch 5 von diesen stumpfen Pfeilen. Oh, hier oben ist mir etwas zu hell. Die Leiter wäre eine Möglichkeit, um da hochzukommen, aber ich müsste vielleicht erstmal hier runter. Vorhin hätte er das Seil nicht in die Hand nehmen wollen, deswegen versuche ich es jetzt mal auf anderem Wege. Oh. Der Gestank hier ist widerlich. Sehr schön. Ich bin hier nämlich runtergeklettert und er wollte partout nicht von diesem Seil wegspringen. Das fand ich irgendwie ein bisschen nervig. Aber so wird das Ganze schon gehen hier. Muss ich jetzt da unten? Nein, ich muss da rüber, ne? Genau, ich muss einen Weg finden, um in diese Gießerei reinzukommen. Dann darf ich aber nicht wieder meinen Timer vergessen. Bei allen toten Göttern. Was? Muss ich hier runter? Kann ich hier runter? Soll ich hier runter? Da drüben käme ich dann auch wieder hier hoch. Okay, dann gehen wir mal hier runter. Das macht doch nichts. Ich finde die schnuffig. Hopp. So. Ah. Ich muss mehr schlafen. Dafür benutze ich auch den Schraubenschlüssel. Sehr schön. Und... Was haben wir denn hier fallen? Das nennen die Arbeit? Pff. Sieh zu, dass der Köter nicht kläfft und weckt mich nach der Schicht, verstanden? Wie kannst du an so einem Ort schlafen? Und der General ist auch hier. Knirscht mit den Zähnen und seinem verdammten Bein. Sieh zu und lerne. Ich habe Angst, da hochzugehen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich fürchte, es könnte ziemlich hell hier oben sein. Ist es aber nicht. Wurfobjekte? Ich müsste hier um die Ecke. Ich könnte aber auch, wie ich gerade gesehen habe, hier einfach weiter durch. Und ich kann nicht aufstehen, weil es hier sowieso zu eng ist. Okay. Hoch mit dem Teil. Sehr schön. Das sieht verdammt unheimlich aus hier, finde ich. Aufstehen kann ich immer noch nicht. Ah. Wonderful. Das wäre ein Wurfobjekt. Komme ich hier... Komme ich nicht weiter. Verdammt, das heißt, ich muss da oben her. Oh Gott. Ich muss sagen, die Atmosphäre ist mehr als unheimlich. Nein, ich kann hierher. Sehr schön. Ha! Was ist das? Join the watch today. Wie gesagt, ich glaube kaum, dass ihr mich aufnehmen würdet. Zumal ich euch wahrscheinlich schon ein bisschen zu viel Ärger gemacht habe. Aber, ne? Schön vorsichtig, Garrett. Vorsichtig. Ach, ich dachte gerade, das wären Vögel. Kann ich hier... Ah, hier ist nichts, richtig? Ich höre Schritte. Ach, das waren wahrscheinlich meine eigenen. Ich lasse mich hier ganz gerne mal ein wenig verunsichern. Aaron. Bin ich krank? Es fühlt sich gerade zumindest so an. Oh Gott, was passiert mit mir? Irgendwas ist da schiefgelaufen. Irgendwas ist da richtig böse schiefgelaufen bei diesem Unfall. Irgendwas ist auch mit mir passiert. Ich meine, Aaron hat es ja total, hat es ja voll erwischt, aber... Dass diese Blumen...
fühle mich echt nicht wohl. Fokusenergie. Oh, die ist aber hübsch. Drücke G, um Mond zu konsumieren und einen Teil deiner Fokusenergie zu regenerieren. Hm. Interessant. Früher hat man Mond zum Betäuben benutzt und um high zu werden. Was? Okay, und was tue ich jetzt damit? Kann ich hoch? Tatsache! Oh mein Gott, ist das cool! Halte E zum Abseilen? Will ich abseilen? Dann ist wieder hoch. Das finde ich gerade richtig cool. Hat so leicht dezente Prince of Persia Elemente hier. Noch eine Lieferung für den Schrottplatz. Gott, habe ich mich erschrocken. Der General will, dass wir alles vor der letzten Glocke durchsehen. Sieh dir das an. Ein Adeliger zwischen dem Abschaum. Was der wohl dabei hat. Nicht hier draußen, Spatzenhirn. Wir haben ihn ganz vorsichtig gefahren. Ihr behandelt ihn doch mit Respekt, nicht wahr? Respekt, klar. Stellt den Karren drinnen ab und verschwindet nach Hause. Ab jetzt übernehmen wir. Au. Irgendwie hat das schmerzhaft ausgesehen. Das Wetter schlägt um. Hier komme ich nicht weiter. Also hier längs. Das ist irgendwie unheimlich. Weil dass die Lüftungsschächte so riesig sind, dass ich hier durchpasse. What? Wollt ihr mich, was zum... Wie soll ich denn hier jetzt weiterkommen? Diese Fabrik ist ein Sarg aus Metall. Man hätte sie begraben sollen. Kann ich irgendwie... Ich meine... Hä? Ach, Moment, ich bin doch... Die Nacht dauert ewig. Bin ich doch hier lang? Aber ich komme hier doch gar nicht weiter. Wie soll ich denn hier weiterkommen? Irgendwas stimmt hier nicht. Warum bin ich hier sichtbar? Ich bin ein wenig verwirrt, Freunde. Ich bin ein wenig verwirrt. Irgendwer... Ich fühle mich beobachtet. Und diese Musik hilft mir gerade nicht weiter. Kann ich hier irgendwas tun? Kleinen Moment, ich habe eine Idee. Nein. Die Bettler haben lebendig vermutlich ähnlich gestunken. Jungs, seid nicht immer so gemein. Sie wohl in den Eintopf werfen. Ich verstehe das nicht. Okay, wenn ich jetzt hier einmal im Kreis renne, wäre das wahrscheinlich das Resultat, dass ich da auf der anderen Seite landen würde. Der einzige, der hier arbeitet, ja, ist der Ofen. Ich muss hier weiter. Aber ich komme hier nicht weiter. Gesagt, dass unser Leben sich verändern würde. Ach ja, genau. Guten Morgen. Wie wär's, wenn wir einfach mal einen Blick nach oben werfen? Ich würde den Baron gern mal treffen und ihm die Hand schütteln. Ich bin sicher, ich hab's eingesteckt. Mist. Das finde ich hier nie wieder. Bei Rocks 10. Entweder Leichen oder diese übergroßen Dreckspuppen.
Wenn das so weitergeht, rudern sie mich noch nach Moira. Moira? Oh, einer meiner Zähne wackelt. Das finde ich ja gerade sehr interessant. Interessiert mich aber scheiß. Ganz ehrlich. Bin ich hier nicht durch? Wo ist das Ding? Das ist mir zu gefährlich hier. Harte Zeiten. Am liebsten würde ich erwarten, bis der wiederkommt, aber ich fürchte, der kommt nicht wieder. Zwei Meter. Ich muss quasi darüber. Der Ruß macht das auch nicht leichter. Finde ich auch. Puppen. Ich bin hier, um von diesen Schneiderpuppen kriege ich Gänsehaut. Als würden sie mich beobachten. Finde heraus, wohin die Leichen gebracht werden. Die Schwermut ist überall. Ich hoffe mal, dass ich hier nach unten... Also ich werde jetzt einfach erstmal nach unten gehen. Oh Gott. Och, bist ihr, du arme Schwein. Aber besser du als ich. Die rote Jenny ruft. Und der Gaul, auf dem sie geritten ist. Der Gestank hier sieht's ja aus wie in einem Schlachthaus. Der arme alte Cornelius ist wohl schon auf dem Band. Ich muss wohl am Fließband arbeiten, um Cornelius zu finden. Dann folge dem Weg der Toten. Gemacht. Die meisten kotzen am ersten Tag. Am zweiten kommen sie nicht wieder. Früher haben wir die Leichen über die Mauer geworfen, bis der Gestank und das Gebrest schlimmer waren als die Schwermut selbst. 100 Krähen auf jedem Kadaver, sag ich dir. Oh, da glitzert was da unten. Glitzert was? Ach ja? Uns haben sie gesagt, wir sollen sie auf offener Straße verbrennen. Als dabei das Haus des Kerzenziehers im Rauch aufging, tja, da mussten sie es verbieten. Armer, alter Blomor. Ach da! Wenn ihr beiden fürs Dummschwätzen bezahlt würdet, werdet ihr stinkreich. Haltet die Klappe, ja? Ist das ekelhaft. Ätzend. Wirklich. Nicht schön. Diese verdammte Stadt. Okay. Ich brauche nur eine einzige gute Gelegenheit. Oh Mist, das sind ja zwei. Kommst du nicht hier hoch, oder? Scheiße, doch, der kommt hier hoch. Oh Gott. Na, sehe ich jetzt schon Dinge? Warum höre ich diese komischen Geräusche? Ist hier jemand? Nein. Nein. Ich hatte vermutlich ein Glas zu viel. Vermutlich. Also hier ist es definitiv nicht mehr möglich, dass man einfach vor denen herrennt und die einen dann nicht sehen. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Umso näher die einem kommen, desto eher sehen sie dich. Ich glaube, ich muss da hoch. Kleinen Moment. Oh. Bin ich oben sichtbar? Nein. Oh, doch, bin ich. Scheiße, hier ist Mondlicht. Schön am Rand bleiben, Garrett. Schön am Rand bleiben. Jede Nacht derselbe Albtraum. Oder führt das in die andere Richtung? Das führt in die andere Richtung, oder? Ich muss da hinten rein. Oh. Bei allen toten Göttern! Das ist echt ekelhaft. Da tropft sogar noch das Blut runter. Also das Spiel spart wirklich nicht an Horror-Elementen. Wobei ich das sonst nie so in Erinnerung hatte. Bei Rocks 10. Diese Melodie ist so... Die Bettler haben lebendig vermutlich ähnlich gestunken. Ja, vermutlich.
Hau ab! Das tut weh. Was tut weh? Will ich nicht sagen. Hier geht's weiter. Ich glaube, da muss ich hoch. Au, au. Kann ich da hoch? Ich glaube, ich kann da sogar hoch. Die Bettler haben lebendig vermutlich ähnlich gestunken. Nein, ich kann da gar nicht hoch. Scheiße, ich muss da außen rum? Ernsthaft? Oh Mann. Au. Die Bettler haben lebendig vermutlich ähnlich gestunken. Freund, du wiederholst dich. Oh Gott. Ich schwöre, ich habe jemanden gesagt. Nein! Das ist ein nein! Ja! Ja! Oh, okay, das war's. Das war's. Ich bin tot. Ich kann nicht mehr. Au. Ich auch nicht mehr. Kein Problem. Fuck. Danke. Darauf wäre ich nicht gekommen. Ich hoffe, ich habe irgendwann irgendwo mal hier gespeichert. Ich habe nämlich... Oh mein Gott, nein. Okay, kann ich das irgendwie... Kann ich woanders laden, bitte? Moment. Bei Rocks Zähnen. Entweder Leichen okay, das geht ja noch. Übergroßen Dreckspuppen. Wenn das geht so ja noch. Rudern Sie mich noch nach Moira. Ich habe ihr gesagt, dass unser Leben sich verändern würde. Okay. Versuchen wir das Ganze einfach noch einmal. Ich weiß jetzt zumindest, dass ich nach unten muss. Wo ist das Ding? Puppen. Ich bin hier, um eine Leiche zu finden. Aber Puppen? Ich glaube, hier habe ich schon gesucht. Ja, wahrscheinlich. Okay, dann mache ich mich nochmal auf den Weg nach unten. Meine Zeit wird kommen. Ich weiß es. Ich gehe davon aus, dass ich das Ganze irgendwie der anders Ruß angehen macht muss. Das auch nicht leichter. Och, mit dir, du armes Schwein. Aber besser du. Wie sieht's denn aus, wenn von ich direkt ganz runtergehe? Von diesen Schneiderpuppen kriege ich Gänsehaut. Nein. Als würden sie mich beobachten. Auf dem sie geritten ist. Vermutlich. Uff. Hier sieht's ja aus wie in einem Schlachthaus. Der arme alte Cornelius ist wohl schon auf dem Band. Ich muss wohl am Fließband arbeiten, um Cornelius zu finden. Ja, vermutlich. Dann hast du das schon mal gemacht? Die meisten kotzen am ersten Tag. Der zweiten ja. Kommen sie wieder will ich auch nicht mehr haben. Haben wir die Leichen über die Mauer geworfen. Ist der Gestank und das Gebrest schlimmer. Ich weiß, dass ich ein bisschen sparsamer mit meinen Pfeilen umgehen müsste, aber Kadaver, sag ich dir. Da hinten blinkt irgendwas. Ja? Ich glaube, ich könnte haben das sie Band. Gesagt, wir sollen sie auf offener Straße verbrennen. Moment als mal. Als das Haus des Kerzenziehers in Rauch aufging, tja, da mussten sie es verbieten. Ich fürchte, da hinten ist ein Schalter. Wenn ihr beiden fürs Dummschwätzen bezahlt würdet, wird ihr stinkreich. Haltet die Klappe, ja? Tatsache. Ich kann mit diesem komischen Pfeil interagieren. Kaffee. Und mit dieser Platte da hinten. Wartet mal ganz kurz, ich will. Das müssten diese Pfeile sein. Aber da komme ich noch nicht ran. Okay, probieren wir das Ganze etwas anders. Würdest du bitte hier runterspringen? Dankeschön. So. Denkst du, die Schwermut steckt noch in ihn? In den Leichen, meine ich. Wenn wir sie so rumhiefen, was wird dann aus uns? Wärst du lieber auf der Straße zusammen mit diesem hustenden Gesinde? Ich werde jetzt definitiv einmal schnell speichern. Die Schwermut ist überall. Und wenn er sich nochmal hierher herumdrehen sollte? Ich glaube... Ah nein, er geht. Verdammt. Ob der uns sieht, wenn wir hier unten stehen? Mann, das Spiel ist selbst auf dieser Schwierigkeitsstufe eine ziemliche Herausforderung. Zumindest für mich. Vielleicht stelle ich mich auch einfach nur blöd an.
Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Wenn es irgendwann vorbei ist, mein Freund. Wenn. Okay, einmal runter bitte. Und auf. Neue Karte. Okay, dem Weg der Leichen könnte ich über diesen Weg folgen. Da. Und dann geht's hier hinten weiter. Ich habe die Vermutung, dass ich auch einfach die Wachen hätte ausschalten können. Dann hätte ich dieses Band quasi einschalten und mich an den Haken hängen können. Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, aber mir persönlich gefällt der hier irgendwie besser. Er ist wenigstens nicht ganz so auffällig. Jetzt muss ich nur ganz kurz gucken, wo ich ungefähr bin. Und Achtung! Das sieht immer irgendwie schmerzhaft aus. Oh, Moment. Ach doch, nach oben. Ich vergesse immer wieder, dass es hier auch nach oben geht. Und wieder aufschrauben. Und heb an. Das hört sich an, als würde hier irgendwas platschen. Okay, Karte. Ja, jetzt nach rechts und dann wär's das. Aber... hier tropft Blut runter. Etwas höher und ich komme an die Haken ran. Also tatsächlich der Haken. Ach, bist du dir sicher, dass du das willst? Z? Scheiße. Das ist... Die Schmiere klebt überall. Ja, das kann man wohl sagen. Ah, das war gemeint. In Ordnung. Aber hier wird man mich doch sehen. Natürlich, hier bin ich sichtbar wie so ein Leuchtfeuer. Was bringt's mir denn, an diesem komischen Haken zu hängen? Bin ich hier wieder runtergefallen. Na toll. Was ist mit den Eintopfküchen passiert? Okay, mein Part ist sowieso schon vorbei. Demnach muss ich mich hier an dieser Stelle mal kurz verabschieden. Wir werden diesen Haken auf jeden Fall im nächsten Part angehen und dann werden wir uns angucken, wo die Leichen hingebracht werden. Beziehungsweise wo dieses Fließband hinführt. Ich befürchte schon, dass das eine ziemlich ekelhafte Angelegenheit wird. Aber ja... Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr habt einen starken Magen. Meiner rebelliert schon gerade so ein bisschen. Und ja, dann kommentieren und bewerten nicht vergessen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen rauf da. Und abonnieren vor allem nicht vergessen. Schaut unten in die Infobox, in die Videobeschreibung. Da sind wichtige Links drin. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss.